Darin, let's play. Ja, meine lieben Zelda-Kollegen, und damit Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir sind auf dem Weg zu den Ruinen von, zum Tempel der Weisen, weil wir da noch einen Questgegenstand suchen. Aber zuvor koche ich ein bisschen. Wir haben ja gute Klamotten zum Kochen dabei. Wir machen das nur nie, ich weiß nicht warum. Da, wir kochen mal so ein paar Maxi-Rüben. Wir müssen mehr kochen. Boah, sind da dicke Dinger. Fünf Leben gibt so eine Maxi-Rübe. Wir kochen die alle. Ja, okay, alle vielleicht nicht. Aber so ein paar. Was ist denn, wenn ich hier so ein Edelwild reinwerfe und einen von den Luxuswilddingern? Oh, lecker. Oh, Grill-Luxuswild, lecker. Ja, die geben auch viel Leben, aber ich glaube, die kann man besser fürs normale Kochen benutzen. Dementsprechend mache ich das nicht nochmal. Was haben wir in großen Mengen, was wir einfach reinwerfen können und uns dann freuen? Klar, normales Fleisch könnte ich da normal reinkloppen. Das ist schon Edelwild. Boah, ey, so viel, wie wir hier haben. Wir müssen wirklich mal kochen. Also langsam wirklich. Ja, nee. Lassen wir das. Wir kochen lieber ganz normal an einem Kochtopf. Würde ich sagen. So, wir schwimmen eben zurück zu Epona. Da ist eine Truhe! Habe ich gesehen. Wenn ich auf was achte, dann eigentlich nicht auf Truhen im Wasser. Aber okay, die habe ich gesehen. Und... Ah, ja. 50 Rubine, die hätte ich mir auch nicht entgehen lassen können. Nee, nee, nee. Das ist schon gut, dass wir das gefunden haben. Warum gibt es diesen Wasserangriff eigentlich? Macht der in irgendeiner Art und Weise Schaden? Bestimmt so ein bisschen. So ein Müh. Aber, So. Dann weiter mit Eponaschen. Wir sind ja so gut wie da. Hier im Wald ist noch ein Hinox, den können wir noch verkloppen. Den nehmen wir mit. Schon allein wegen den Fußnägeln und so. Die brauchen wir ja wahrscheinlich irgendwann einmal. Oder ist der Hinox... Doch, hier müsste einer sein. Und damals war einer hier. Da, ein Schwarzer sogar. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Eine Herausforderung. Da! Hinox! Der hat sogar was um den Bauch geschnallt. Irgendwelche Waffen. Königsbogen. Immer die Flossen da weg. Und ich glaube, ein 200er Königsschwert. Sehr gut, genau das, was wir gerade ausgerüstet haben. Aufstehen, Dicky. Diesmal machen wir es auf die nicht ganz so zarte Art und Weise mit Elektropfeilen. Muss gar nicht so gucken, boah, was da reinwämst. Ist da eine Lusche oder was ist los? Wir sind einfach zu OP mittlerweile. Für so einen schwarzen Hinox. Wir stellen uns nur eben schnell dahin. Brrr, tot. So, wir nehmen das Zweihänderschwert mit. Würde ich sagen. Das Einhänderschwert, Entschuldigung. Was werfen wir denn dafür weg? Der ist ja schon fast kaputt. Königsschwert. Vielen Dank. Können wir auch direkt ausrüsten, standardmäßig. Ich mag. Ich mag ja Einhänderschwerter. Die sind immer gut. Nur Pferde. Ob es auch Kamele gibt? Bestimmt. Oh, ein Eber. Dann Hirsch. Gehen wir schon. So, da vorne ist auch schon... Ja, Epona, lass dich von den Hirschen nicht verwirren. Hier vorne ist schon... Ich, der Baum. Hier vorne ist schon... Genau der Ort, wo wir hin wollten. Höpsa. So, irgendwo hier muss die EX-Truhe sein. Ich habe mich hier doch damals umgeguckt. Wieso habe ich die denn nicht gesehen? Tempel der Weisen. Ah, da rege ich mich jetzt auf, so ein bisschen. Alles genau absuchen. Irgendwo ist das Ding. Die Frage ist nur, wo? Hm.
Kurios. Bisher nichts gesehen. Da vorne glitzert was im Wasser. Ja, glaube ich, nur Eicheln, ne? Ja, natürlich. Ich höre Ex-Alfons hier rumlaufen. Finde ich schon wieder nervig. Ah, wo ist es denn? Haben wir da vorne ein Krog-Rätsel? Ne, haben wir noch nicht gemacht. Ja, dann gehen wir da hin. Wie konnte ich das denn auch beim letzten Mal übersehen? Manchmal frage ich mich, wo ich hingucke. Das ist ein Rätsel. So blind kann man doch nicht sein. Aber siehst du ja. Natürlich geht das. Und da habe ich mir gedacht, das ist im Angelgebiet, mache ich nicht. Selbst das wäre eine doofe Ausrede. So, wohin damit? Keine Ahnung, das finden wir spontan raus. Wenn ich ihn in der Hand habe. Da in der Ecke. Runter, runter, genau da. Ja, 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 nein, ach Mann, ist ja doof. Das ist doch eine Steuerung, ne? Geh da rein! So, geht doch. Ah, guck nochmal, 41 oder so, glaube ich jetzt. Jawohl. Ah, Blutmond, nein. Ah doch, da können wir den schwarzen Hinox direkt nochmal verkloppen. Nochmal guten Loot abstauben. Finde ich gut. Dauert ja nicht lange, der ist ja in ein paar Sekunden tot. Mache ich jetzt aber keinen Ex-Alfons hier platt. Was ist das denn? Ach, verrostetes Schild. Da ist eine Truhe. Da steht doch EX drauf. Wie konnte ich die übersehen? Bumm. Öffnen. Ah, gib her. Mithnas Krone. Ein magischer Gegenstand, den einst eine Prinzessin der Schatten trug, als sie an der Seite des Helms kämpfte. Wenn du sie verkaufst, bekommst du sie nicht zurück. Das ist doch die aus Twilight Princess. Einer der Zelda-Teile, den ich gar nicht mochte. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber mochte ich nicht. Twilight Princess mit dem Wolf da und bäh. Nee, fand ich nicht gut. Fand ich langweilig. Aber ist eine andere Geschichte. Antike Abwehr. Cool. Jetzt haben wir schon da antike Abwehr. Wir haben da antike Abwehr. Wir haben hier antike Abwehr. Warum sollte ich die nehmen, wenn ich doch die anderen auch habe und die genau gleich sind? Verstehe ich nicht. Was der Sinn dann so einer Maske ist. So, schnell raus hier. Wir wollen den Hinox verkloppen. Komm her, Hinox! Ich mach dich frisch. Ah. Aua. Ey, ich will deinen Arm haben. Jetzt haut er mir aber einen vors Gesicht. Ach. Ja, ja. Link, pass auf. Die bösen Monster. Der Mond ist blutrot. Nein. Stirb. Beinchen gestellt mit der eigenen Hand. Jetzt reicht's aber hier. Nein, den lässt er liegen. Das ist pfui. Aus. So, weg. Reg ich mich schon wieder auf so ein bisschen. Oder wurde daraus jetzt ein Knochen-Hinox vielleicht sogar, wenn wir den gerade erst besiegt haben. Das wäre auch geil. So ein Stalinox oder wie die dann heißen, als Knochenviecher. Na, wo ist er denn? Wo ist er? 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 Wo? Na komm, na komm. Ja, fein, da vorne liegt das normaler Hinox. Ist egal. Keine Waffe. Ändern wir. Wir nehmen. Ja, wir nehmen wieder den Zweihänder. Mit Weitwurf. Das macht Sinn. So, wir stellen uns diesmal direkt vor den hin. Ja, Kacke.
Kaputt, 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 kaputt. Da, ein Herz, ein Fußnagel, ein Edelwild, ein Schwert. Ah, sehr schön. Schon zwei Schwerter hier bekommen. Kann man gut farmen, ne, an der Stelle. Sogar mit Haltbarkeit hat eine. Finde ich ja gut. So, Epona. Dann komme, mein Ross. Wir reiten weiter. Zum Sonnenaufgang entgegen. Dem Sonnenaufgang entgegen. Komm, 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 komm. So. Los geht's. Können wir einfach den Weg entlang laufen hier? Ja, einfach den Weg entlang. Ey, da war doch nur ein Busch. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ist ein empfindlicher manchmal, ne? Ah, hier ist ein Krok. Hier oben drin bestimmt. Ah ja, hier, guck mal, da, siehst du doch. Folge der Pflanze. Da. 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 Und die weiße Blume ist immer die letzte. Aha, 42. Schon wieder. Wenn man bedenkt, dass wir schon mal auf Null waren, so gut wie. Oh oh. Ich hab schon wieder Fledermäuse. Auf die habe ich keinen Bock. Schnell! Epona! Wir müssen hier weg! Blutrünstige Schweineviecher sind uns auf den Fersen. Los! Abmarsch. Feines Pferdchen. So gehorcht man. Ah, ein Wächter. Na ja. Ach, hier waren nur die ganz vielen Wächter, ne, unterwegs. Aber ich glaube, wenn wir schnell genug reiten, können die uns wahrscheinlich nicht treffen. Probieren wir das mal aus. Sollte ja eigentlich klappen. Nein! Ja, okay. Man sollte es vielleicht auch nicht übertreiben mit dem armen Pferd. So, los, los, los. Ah, der hat uns nicht gesehen. Alles im grünen Bereich. Alles in Ordnung. Da, die verkloppen schon wieder irgendwelche Leute. Sollen sie machen. Dann mische ich mich nicht mehr ein in solche Geschichten. Na, haben wir schon oft genug gerettet, die Leute. Gibt zwar immer ein bisschen was zu futtern, aber pff. Habe ich gerade keine Lust drauf. Was ist das denn hier? Gibt es hier eine EX-Truhe vielleicht? Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Ja, hätte ja sein können, ne? Aber natürlich nicht. Schade, schade, schade. Epona, los geht's. Weiter, 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 weiter. Ey, wo läufst du hin? Die macht, was sie will. Die läuft jetzt voll vor den Schuppen. Oder vor die Baracke des Schuppens. Du empfindliches Vieh, du. Willst irgendwo rüberspringen, ne? Und die macht sowieso, was sie möchte. Aber nicht das, was sie soll. Ah, oh, hier ist ein Weg. Achso, nee, das ist ja der komische Komolosee oder was weiß ich da, wo wir damals waren. Ah, guck mal, wie billig. Ein roter Moblin ist ja schon fast. Ah, ein Krok. Bestimmt hier oben drauf. Da oben, ja, das Windrad. Ich hab's gesehen. So. Lalalapapa. Wir müssen da noch was nachholen eigentlich. Warte, Chimärenbogen zerbricht gleich. Hallo?
kaputt. Nein, der schöne Bogen. Wir haben noch mehr davon. Na, wo ist es? Ja, vielen Dank, Mr. Krog. 43, so. So, was wir noch machen müssen, eigentlich, ist, ich gehe mal hier hin. Wir haben ja vom normalen Ivarok kein Foto gemacht, ne? Vom ganz normalen Ivarok haben wir noch kein Foto gemacht. Dementsprechend hole ich das jetzt nach. Wir haben vom seltenen Ivarok, wir haben vom Magmarok, wir haben vom, was weiß ich, da Rock, aber nicht vom normalen Ivarok. Das fehlt uns noch, das mache ich jetzt eben, das Foto und fertig. Bevor wir das auch vergessen. Falls der Ivarok lebt, falls sie wiederbelebt werden durch den Blutmond, das ist jetzt eine Frage. Wenn nicht, und wir nicht noch einen normalen Ivarok irgendwo treffen, haben wir ein Problem. Ich hoffe, der lebt hier. Müsste. Wird ja alles wiederbelebt. Wenn Hinox wiederbelebt werden, warum denn nicht auch Ivaroks? Würde ich mal spontan so meinen, ne? Willkommen da, wo alles begann. In einer Höhle. Es war einmal eine Höhle. Da unten ist er schon. Oder da sollte er sein. Ich glaube noch, doch die Steine von denen sind da. Das heißt, er ist auf jeden Fall zugegen. Mal gucken, ob er auch eine Audienz von uns gestattet. Aber bestimmt. Da, wir können sogar so ein Foto machen. Noch besser. Da, Ivarok, einfach nur ein Stein. Ey, das ist Ivarok. Sehr schön. Sollen wir den verkloppen? Hallo. Also mal Glück gehabt, Kollege. Na? Oh. Na? Ja, hier komm, stirb. Wenn ich mich daran erinnere. Wie scheiße schwer der damals war, wie oft wir verkackt sind, ne? Aber, ja, Übung macht ja den Meister, bekanntlichermaßen. Ah, ist das schön. Der Krötenteich, der Wald der Seelen. Ach, wie schön war das damals hier oben. So friedlich, so ruhig. Da war die Welt noch in Ordnung. Und jetzt, überall Ex-Alfons, Moblins, Leunen. Wächter. Wobei Wächter gab es hier oben auch schon, aber keine Laufenden. Da konnte man sie verstecken und die sind hier nicht hinterhergelaufen. Ah. Titanen. Alles. Nur nichts Gutes rennt da unten rum. Tch. Oben ist alles besser. So. Da ist der X-Tor. Warum? Was? Verarschen? Ja, Wolfe. Von mir aus. Was? Okay. Ich glaube, das ist eine von den drei EX-Truhen, die auf dem Plateau platziert werden, von denen ich mal erzählt habe. Wir haben ja nur die eine geholt, weil nur die eine Truhe relevanten Loot enthält. Habe ich ja damals schon gesagt. Ne? Nur die eine Truhe hat dieses komische Switch Hemdchen enthalten, wobei das auch nicht wirklich relevant ist. Das ist einfach nur schön zu haben, aber nicht wichtig. So. Dann, da ist eine Truhe im Wasser gewesen, aber pff, eine Holztruhe, da halte ich nicht für an. Weiter geht's. Lalala, 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 lalala. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Wir müssen... Ah, wir sind hier noch nicht hergelaufen, geradeaus. Dann laufen wir da entlang. Da ist nämlich noch eine Ruine. Hüa hot! Auf meine Fresse, voll vor die Wand, ey. Das ist ja viel doof. Arme Pferdchen, arme Bohne. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Da, die Ruine haben wir noch nicht. Vielleicht ist hier ein Krog. Und? Hier ist gar nichts anscheinend. Auch gut. Wir können sie trotzdem nochmal umgucken. Vielleicht sehe ich ja etwas. Hier ist ein Knochenvieh, das gleich aufstehen könnte. Aber ansonsten ist hier gar nichts. In der kleinen Bruchbude.
Okay. Dann weiter. Epona. Ja. Wir sind gleich da. Am Hylia-See. Ah, haben wir die schon verkloppt? Keine Ahnung, machen wir. Die sind ja billig. Hallo. Ist ja keine Herausforderung jetzt hier. Wir kamen, kämpften und siegten. Ah, das ist ein Silberner. Zumindest eine kleine Herausforderung. Ah, noch ein Silberner. Ja, also dann ist ja natürlich was anderes, da können wir auch nicht machen. So. Kaputt, der ganze Loot von denen hier ist durch den Boden gesackt, glaube ich. Ah, eine Kiste. Hat sich das gelohnt? Mit Rhodonit oder wenn überhaupt. Ja, Eisfall, okay, von mir aus. Von mir aus ein Eisfall. Da, ach Mann. Da ist noch ein Saphir, sehr schön. Pona, beweg dich! Los! Ha, das ist ein Trick. So reiten meisterhafte Vogelreiter. Hier ist irgendwo ein Krok. Ah, El Crocchi Maximi. Irgendwo hier. Da oben wahrscheinlich. Toll. Dann klettern wir mal eine Runde. Aber wenn es geht, mit kompletter Kletterausrüstung. Hüpsa, hüpsa, hüpsa. Kann man da rein? Sieht nicht so aus. Was ist denn da? Muss man die Feuer machen? Passiert dann was? Machen wir mal. Tatsächlich. Der Krok wird durch Feuer hervorgelockt. Man hat es sich schon denken können. Aber ich fand es ein bisschen seltsam, trotzdem vom Gedanken her. Da man mit Feuer Krok anlockt. Okay. Los geht's, weiter, über die Brücke. Warum eigentlich über die Brücke? Da müssen wir noch alles angucken. Scheiße, ne? Hier haben wir auch noch nicht wirklich geguckt. Wir haben damals nicht so gründlich geguckt, ne? Da, guck mal hier. Da, haben wir auch nicht. Scheiße. Gut, da konnten wir nicht. Weil, wobei... Neidra Schneefeld! Neidras Schuppe heißt doch der eine Gegenstand. Hier kommt der andere Drache. Irgendwo hier. Wir müssen hier hin. Wir gehen da gleich hin. Schon wieder ein Krok? Müssen wir irgendwo runterklettern oder was? Das wird lustig. Hallo, Herr Krok. Wo sind Sie denn? Da unten ist eine Truhe. Guck mal. Na, schon mal heute eine geschockt bekommen. Oh, was? Der kann nicht zielen, ich kann nicht zielen, keiner kann zielen. Aber der kann natürlich ein bisschen öfter machen. Krieg ich Pfeile.
Ja, mach du mal. Du bist ja ein ganz feiner, ne? Oh, ich muss mir noch irgendwas bewegen. Der schießt mir direkt vor die Füße. Boah, ist das ein Service. Hier, mach. Boah, ist das nett. Ey, wo ist der denn hin? Lern doch mal besser schießen. Ja, toll. Jetzt kann ich keine mehr aufheben. Du Blödmann, hör auf da mit deiner Musik. Verdammt, der hat überlebt. Na, na, na. Du wirst doch nicht auf mich schießen, du Widerlicher. So, wo ist der Krog? Finde den Krog. Wir machen mal so ein Teleporter-Ding hier hin. Dann kann ich hier nämlich an der Brücke ein bisschen rumkraxeln. Ohne, dass ich Angst haben muss, da endgültig runter zu plumpsen. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Wie soll ich denn da hin? Auf dem Kopf kann ich ja nicht krabbeln. Warte. Wir können ja... So können wir das machen. Halt dich da fest! Ja, hat funktioniert. So. Danke für die Truhe. Holzpfeil. Ach da, guck mal, da ist ein Krog, da unten. Guck mal, wie der sich freut. Ach, wenn man das anguckt, macht er nochmal extra Geräusche? Oder wie soll ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht so ganz, was der mir sagen will, der Krog. Ach da, guck mal, da oben. Haha. Da war ein Ballon zum Abschießen. In diesem zerbrochenen Brückenpfeiler. Da, pass auf. Pass auf. Okay, wenn man in die richtige Richtung guckt, macht er wohl nochmal extra Geräusche, der Krog, so. Da möchte ich hin. Da, da ist auch bestimmt was. Da drunter ist irgendwas. Der Krog macht hier nicht umsonst komische Klamotten. So, welche Waffe nehmen wir da zum Wegkloppen? Wir nehmen mal unser Diamanten. Das sollte reichen. Au, ja, ja, sicher. Jetzt ist hier aber was los. Haut mich der Stein da fast K.O. Jetzt aber. Na, in die Richtung mehr so. So, diesmal gehe ich in Deckung. Okay. Der ist weg. Der ist definitiv weg. Hallo, ihr Krog. Kommen Sie raus. Mal 44 oder so. Ah, 46. Okay. Okay, noch besser. So, da müssen wir jetzt ein bisschen hinschwimmen, eventuell. Aber ist ja kein Problem. Wir haben ja die entsprechenden Klamotten dafür. Yay. Aber wo soll ich denn da... Wie soll ich denn da was reinwerfen? Da muss ich ja von oben machen, wahrscheinlich von der Brücke aus. Ja, muss ja. Hier unten kann ich nichts werfen. Also teleportieren nach oben zur Brücke, ein Stück zurückreiten und dann da oben werfen. Da lagen ja ganz viele Steine rum, ich erinnere mich. Das kriegen wir hin, dann kriegen wir gebacken. Ist überhaupt gar kein Problem. Galopp, galopp, galopp. Epona. Wenn ein Monster zu stark ist, findet bessere Ausrüstung. Welches Monster soll denn jetzt noch zu stark für uns sein? An dem Punkt, wo wir gerade sind. Wir kloppen noch alle windelweich, was wir sehen. Tja, die haben doch keine Schnitte. Ne, haben sie nicht. So. Unsere Standardausrüstung. So, Epona, du wartest hier. Wir machen das ohne dich. Aber hier ist noch irgendwo ein Krog. Irgendwo hier muss noch einer sein. Die Reichweite ist ja nicht so groß. Irgendwo hier muss noch was sein. Ja, erstmal holen wir uns den anderen Krog. Da vorne. Da müssen wir nur was reinwerfen und gut ist. Nur ist gut, ne? Ist ganz schön weit weg, das Loch. Aber da sind die Steine. Ein paar an der Zahl. Wenn man es wahrscheinlich nicht beim ersten Mal schafft mit den Werfen. Aber komm hier. Wir schaffen das direkt.
Ja, gelacht. So, geradeaus gucken. Dahin und werfen. Siehst du? Mittiger geht's fast gar nicht mehr. Die platzieren jetzt 20.000 Steine auf dem Ding hier. Für wem? Hochmut kommt vor dem Fall, ich weiß. Ja, meine Freunde, Hochmut kommt vor dem Fall. Und eventuell wird das schon in der nächsten Episode unser Problem sein, wenn wir dann irgendeinen anderen Krog nicht ganz so einfach bekommen. Ja, das war's erstmal für diese Episode. Wir haben diese schöne Schattenmaske in dieser Folge bekommen. Wir haben ein paar Krogs gesammelt. Und ja, ansonsten war es jetzt nicht so viel los, sag ich mal. Aber in der nächsten Episode oder in den nächsten Episoden dürften hier wieder ganz viele Schreine auf uns warten. Denn in diesem Gebiet waren wir ja noch so gut wie gar nicht unterwegs. Wir haben nur den einen Turm erkundet. Wir waren einmal kurz ein bisschen im Hyliasee am Rumschwimmen. Und bei der Quelle des Mutes waren wir. Aber da sind wir auch nur hingerannt, ohne dass wir auf dem Weg dahin irgendwie was gemacht haben von Interesse. Von daher sollte es hier in dem Gebiet noch so einiges Interessantes für uns zu erledigen geben. Nun gut, ich verabschiede mich und hoffe, dass wir uns auch morgen wiedersehen. Bis dahin, ciao.